Sven Stelzel hat sich 2009 mit 22 Jahren als Maler selbstständig gemacht und schnell gemerkt, wie hart umkämpft der Markt ist. Also spezialisierte er sich auf Nischen wie Schimmelsanierungen und wasserdichten Putz. Damit ist er erfolgreich. Ein Erfolgsfaktor ist auf jeden Fall zu sagen, was andere sagen, höre ich mir mal an, aber ich gucke selber, wie ich damit umgehe. Man kann sich auch mit Standardprodukten spezialisieren, wenn man sich dann für bestimmte Kunden entscheidet oder nur gewisse Teilbereiche, finde ich extrem wichtig und nur dann kann man erfolgreich sein. Stelzel entschied sich, ganz neue Märkte zu erschließen. Der erste hieß Schimmelsanierungen. Weitere Nischen entdeckte Stelzel kurz darauf. Fugenlose Bäder sowie Spanndecken. Makellos glatte Oberflächen, hinter denen Rohre, Kabel oder Unebenheiten verschwinden. Es müssen allerdings einige Faktoren zusammenkommen, ehe er sich für eine Nische entscheidet. Es muss die Möglichkeit bestehen, so aufzutreten, als ob man nichts anderes machen würde. So bei den Spanndecken treten wir auf als Dr. Spanndecke und haben unseren Sprinter als Krankenwagen mit Blaulicht und allem drum und dran. Und dann ist für jeden klar, okay, also Dr. Spanndecke, das ist der Spezialist für dieses Thema. Und dann muss es was sein, das unsere Lieblingskunden auch wollen, das die brauchen können. Ja, weil wir unsere Kunden definiert haben, sagen, okay, für die würden wir gerne arbeiten. Im Prinzip sind es die, wo ich sage, mit denen würde ich mich abends auch hinsetzen und ein Glas Wein trinken. Ja, mit denen verstehe ich mich gut, dann arbeite ich auch ganz anders für die viel gerne und es macht viel mehr Spaß. Und die haben auch Spaß mit uns, wenn wir da sind. Zusammen mit Kollegen aus anderen Gewerken plant und erstellt Stelzel unter anderem komplette Bäder, Raumkonzepte und in Zukunft auch Möbel. Und damit sichert er seine Position in diesem hart umkämpften Markt. Wenn wir jetzt fugenlose Bäder aus einer Hand machen, dann haben wir im Prinzip einen neuen Markt geschaffen. Es gibt Bäder aus einer Hand und es gibt fugenlose Bäder. Aber diese Kombination haben wir zumindest hier bei uns so nicht. Seine tägliche Büroarbeit erledigt er meist von unterwegs aus. Mit Smartphone und iPad plant er Farbkonzepte, erstellt Angebote und betreut seine Internetseiten. Dadurch gewinnt er die nötige Zeit, um seine Visionen voranzutreiben. Wie wichtig das ist, musste auch er lernen. Also zumindest sich die Zeit zu nehmen, am Unternehmen zu arbeiten, das entwickelt sich erst mit der Zeit. Also im Prinzip würde ich sagen, das musst du von Anfang an machen, nur kannst du es dann nicht. Weil dann bist du einfach am Anfang selbstständig und dann musst du erst mal was schaffen. Und dann kann man sich mit der Zeit überlegen, wie man es macht. Ja. Er selbst hat sich für den innovativen Weg entschieden. Anders sein als der Wettbewerb, mit Erfolg. Den Umsatz hat Stelzel seit 2010 verdreifacht. Aus dem Ein-Mann-Betrieb ist ein Mittelständler mit 7 Angestellten geworden. Und sein Weg ist noch lange nicht zu Ende. Also du hast ein Problem, wenn du innovativ bist. Es hört halt nicht auf. Also mir macht es Spaß, aber das muss man sich halt vorher überlegen. Wenn ich sagen würde, ich habe einfach einen Malerbetrieb, dann wäre ziemlich klar, was in den nächsten Jahren passiert, nämlich nicht viel. Wenn dir das Spaß macht, neue Märkte zu schaffen oder da reinzukommen, dann musst du halt auch immer was überlegen.